Ne? Ja. Musst du gegen Müller von dem Match hier. Ja. Fuck! No! Der Gegner wird mein Controller verstehen. DQ? I panicked like multiple times on the last talk, but I managed to calm myself down and just say, no, this is not how you win, you have to relax. And I thought it wouldn't kill the he DI'd that pretty damn well. It really almost didn't kill him. It's his erste Match, huh? Yeah. Okay. Maximum 5 sets. Minimum 3 sets. 3 to 5 set, games. Suicide!
Oh! Zero to death! Schafft Janis diesmal gegen Next Red zu gewinnen? Ich glaube, es steht 1-0 für Next. Ich glaube, es steht insgesamt 2-0 für Next Red. Ich glaube, Jan hat noch nicht einmal gewonnen. Drin. Young Jan, Alter. 2 von 2 West getroffen. Ja, Mann. Jan, Mann. Ist das der Difference Maker? Gott, dann können wir das ganze Game kriegen. Übrigens, wir haben einen YouTube-Kanal, wo alle Videos gezeigt werden. Stimmt, ja. Ist es youtube.com/BerlinSmash? Nee. Ah. Ausrufezeichen YouTube, dann... Ausrufezeichen YouTube in den Chat. Ich weiß nicht, ob wir es geedet haben, aber... Oh. Sieht ja und es reicht nicht! Alle Video, alle Games von The Third, den haben wir gespielt. Sehr richtig. Dicker Jan mit der DI des Neptun, Alter. Aber dein DI war auch nicht gut genug. Also vor allem meine Combo-DI war halt nicht gut genug. Ich wurde zweimal gegimpt in Game 5. Das ist halt scheiße. Es ist tot gleich. Oh, und das ist noch einer. Ah, er geht nicht für den Regen. Okay. Oh, 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 wake up. Wake up. Wake up. Wake up, sleep pet. Oh, Mali führt gegen Maxi. Oh, und das ist doch der Kill. Und das ist der Kill. Tot gleich. Tot gleich. Rest is on the table. Oh! Oh! Ich hätte nichts sagen sollen. Jan hat es voll vergessen. Auf einmal so, ach stimmt. So einfach ist das Game. Okay, und wir gehen auf Shoshi's Shory. Das war kein Commentator's Curse. Commentator's Blessing? Ja. Drei von Kills und das Rest. Ich glaube, in dem Matchup ist es halt so, dass Falco natürlich Circles around Puff runnen kann. Gerade auf so einer kleinen Stage ist es sehr, sehr schwierig für Puff, da richtig Fuß zu fassen. Aber, so, keine Ahnung, Puff hat halt einen sehr, sehr guten, also einen sehr viel besseren horizontalen Drift als Falco. Oh. Deswegen hat Papp immer die Möglichkeit, sozusagen ganz gut auszuweichen, rauszuweaven aus den Hitboxen, die Falco rausschmeißt. Und Nixtred schmeißt wirklich eine Menge Hitboxen raus. Also er ist auf jeden Fall ein Swingy-Player. Und Jan scheint nicht so richtig, also gerade auf Yoshi ist es halt auch schwer, zu diesem Playstyle zu adjusten. Ich würde Falschen getroffen. Falschen getroffen, ja. Manchmal verwirren die Scheigers einen, dann sagen die so, komm, nimm mich. Und er so, okay, alles klar. Schön erstmal getroffen vom Scheigers. Oh, Abwehr? Okay, ja. Aber die Abwehr natürlich weak getroffen. Big Nick Energy. Oh, er hätte einfach eine Down-Air machen können, aber er wollte not. Wenn er eine Down-Air da gemacht hätte, dann wären Liegestütze auf dem Tisch, Alter. Oh, und dann springt er auf Stage wie ein Madman. Wurde aber nicht so richtig dafür gepunished. Fängt eine Nair, geht auf Stage, kommt aber an die Kante, kommt wieder an die Kante. Nochmal eine Back-Air, es wird die ganze Zeit hin und her gepinkt. Wieder an die Kante. Und diesmal kommt er mit dem Ledge-Dash-F-Tilt drauf. Oh, will ihn mit dem Down-Tilt finishen, aber Jan weise genug mit seinem Schild. Und da ist es aber die Back-Air. Liegestütze sind auf dem Tisch, wenn er, also oh mein Gott. Aber das sind schwierige Liegestütze. Oh. Holy shit, oh mein Gott. Nicht mal keine Liegestütze von Junge. Okay, und da haben wir es. Der erste Stock, den Jan in diesem Game ziehen kann. Aber das Game, naja, es sieht mir ziemlich lost aus. Never count Puff out, though. Aber hier, das ist die Down-Air und das ist der Stock. Und das ist Game 3, 2-1 für Nixtrad.
Wo will Jan wohl hingehen? Ja, ja, voll, ja. Der flickert. Wir haben Probleme mit dem Setup. Der Bildschirm flickert etwas. Vielleicht ein Problem mit den Kabeln. Möglicherweise. Jonas hat ein bisschen dran rumgerüttelt. Ich weiß nicht, ob es geholfen hat. Wir wissen es alle nicht so genau. Aber es sieht wohl gut aus. Jonas geht nochmal hinten an den Fernseher ran. Es scheint gut zu sein. Jonas geht nochmal in den Fernseher. Jan war schon so, nein, bitte nicht, es läuft doch. War das, was Jan braucht? Da hat er das Momentum von Nick Strad geeist. In diesem dem BG Bootcamp. Error. Hey. Und wir gehen auf Fountain. Oder macht er es? Ah, schwierige Wahl. Ich wäre nicht auf Fountain gegangen. Gerade dieser wenige Platz, den er eben hatte, der ist ihm teuer zu stehen gekommen. Und ich glaube, auf Fountain ist es nicht viel besser. Fountain ist sogar noch ein bisschen enger, weil die Plattformen näher beieinander sind. Das heißt, der Falco hat noch mehr Möglichkeit, halt vertikal zu moven, was ja seine Stärke ist, während Pass-Movement in der horizontalen Stärke ist, in der Luft sozusagen. Und ja, sieht schwierig aus für Jan. Der erste Stock ist, naja, mit so ein paar Stray-Hits einfach schnell flöten gegangen. Ja, die Top-Plattform ist etwas höher als auf Yoshis. Das heißt, auch hier schwieriger Falco zu erreichen, wenn er da oben sein will. Ich finde die Stage, ehrlich gesagt, wirklich nicht gut für Puff. Ich hätte lieber FD oder Battlefield gesehen. Oh, aber Battlefield hat auch nicht funktioniert wegen der Top-Plattform vielleicht. Ich habe das erste Game leider nicht gesehen. Aber ja, es sieht alles looking grim for a man. Ich frage mich, was HBox counterpickt in Game 5 oder Game 3. Wann hat er das letzte Mal gespielt? Gegen Falco? Weiß ich nicht. Naja, gegen guten Falco jedenfalls. Ja, gute Frage. Gegen Mango bei irgendeinem Summit? Weiß ich nicht. Wobei Mango spielt ja normalerweise Fox gegen ihn. Gegen Fixen? Oh, hat er gegen Fixen gespielt? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Oh, und das ist der Kill für Jan. Jan hat die Recovery gereadet mit dem Bäh. Gibt's da nicht mal so viele gute, also so Top-Top-Player-Falco? Nee. Oh shit, und Jan auf dem letzten Stock und Winners potenziell. Jetzt müssen einige Rests her. Oh oh, und er whifft den Grab, aber wird dafür nicht gepunished. Sehr gut für Jan. Ich würde ja gern Game 5 sehen hier, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Oh! Oh! Das ist der F-Throw, der Gangster-Laser, aber leadet nur zu einem F-Throw, der zu nichts führt. Und das ist natürlich kein Rest. Er hätte an die Kante gehen können, aber er hat gereadet, dass Nick Strad hochrecovert. Was, man kann sich nicht verübeln, aber Nick Strad recovered viel niedrig. Das wäre halt ein Read gewesen. Und jetzt recovert er wieder niedrig und Jan covert aber die Kante, was natürlich in dem Fall die richtige Option ist. Noch ein F-Throw und Jan covert wieder die Kante und kriegt ihn mit dem Skull Bash. Und das ist ein wichtiger Stock für ihn. Jetzt muss er aber, also zwei Rests müssten drin sein jetzt. Er kann den Stock mit Rest ziehen und muss dann halt einen Opening taken und dann halt noch einen Rest aber kriegen. Aber Rest ist ziemlich gefährlich. Ja, jetzt bei 88 geht es glaube ich nicht mehr. Ich glaube bei 88 stirbt er von der F-Smash. Und das ist es. Ich kann nicht resten, denn das ist genau was. Ja, mit ja. Dem geht es auch nicht mehr. Okay. Ich kann bei 50 nicht mehr resten. Ja, die F-Smash ist schon echt stark, ne? Ja, ja. Aber gut, Nick Strat zieht ins Winners Final gegen Boff Target.